Heute gehe ich mal davon aus, dass wir Damenbesuch haben. Jetzt nicht, dass ihr denkt, ah, oh, der Alcaramba klingt aber ganz schön maskulin nach wie vor noch. Nein, heute haben wir wohl die Lara hier im Replay. Und zwar mit dem Super Conqueror, dem neuesten Tier 10 Briten, den es im Spiel gibt. Auf der Karte Siegfriedlinie, 10er, 9er, 8er Battle. Das ist natürlich sehr, sehr schön, mit einem 10er in so ein 8er Gefecht zu rutschen. Da macht es 3, 5, 7 Matchmaking am meisten Spaß. Aber erstmal in Ruhe noch gucken, was so passiert. Erstmal ein bisschen chillen. Das scheint Laras Devise zu sein. Scheinbar sehr lange chillen. Aber jetzt sieht sie, okay, alles klar. Nägel sind lackiert. Ab geht's an die Front. Und das ist, finde ich, immer so eine der spannendsten Fragen bei dieser Karte im Angriff. Wohin? Man kann natürlich hier, da wo der Type 4 auf der Karte gerade ist, fahren oder die Badget. Natürlich kann man hier unten reinfahren, wo sie es jetzt wohl tut, dass man hier in die Stadt einbricht. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber so richtig, so den einen Weg gibt es wohl leider nicht. Was natürlich schön ist, auf der einen Seite aber auch schade, weil, naja... Zumindest als Angreifer würde man einfach gerne sagen, ich fahre dahin, Insta-Win. Das wär das Allerbeste. Jetzt hat er da, in dem Fall sie, Entschuldigung. Ich bin nach wie vor so ungewohnt, dass eine Frau hier wahrscheinlich zockt. Wahrscheinlich ist es doch ein Dieter. Aber egal. Auf jeden Fall, Lara schießt jetzt auf den 110er. Der ist gerade mal gebounced. Vielleicht nochmal einen drauf. Jo, der sitzt auch nochmal. Und jetzt zieht sie sich da zurück. Jetzt hat der 110er genug genervt. Jetzt konnte er da... Oh Mann, ich sag immer der. Jetzt konnte sie da... Ich beziehe mich auf den Conqueror natürlich. Ich meine nicht den oder die Spieler, sondern den Panzer im Zweifel, wenn ich der sage. So, jetzt habe ich auch eine sinnvolle Ausrede gefunden. Der Bulldog, natürlich, wie soll es anders sein, trifft bei dem Bulldog nur kritisch. Ich wollte gerade sagen, Bulldog ist jetzt auch raus. Ja, dem Jagdpanther 2 konnte da nicht wirklich gerade gefährlich werden. Nach wie vor rede ich von der Panzer. Jetzt wollte sie sich da durchdrücken, aber hat es nicht ganz gepackt. So, und jetzt aber erstmal hier hinten ein bisschen stehen bleiben. Sehr gut auf den E50 noch den einen gesetzt. Der IS-3 mit HE, ja, mit seinen 122 Schaden gerade eben, war jetzt nicht so dramatisch schlimm. Oh, jetzt ist es aber mutig, du. Zack, den E3 nochmal eine verpasst, weil sie sagte sich, okay, den Reload, den nutzt ihr noch aus, aber dafür muss man eigentlich Eier haben, wobei, was sagt man bei einer Frau, Eierstöcke. So, ist jetzt ein bisschen angeschoben vom Teil 4, dann denkt sich der halt, da mach's ich selbst, so, fertig. Da sitzen jetzt auch zwei Panzer auf der Lauer. Den E50. Zack, eine verpasst. Einfach mal durch den Turm knallhart geschossen. Und schon wieder der Type 4. Was macht denn der jetzt? Das ist natürlich sehr uncharmant.
so vorgeschoben zu werden, dass natürlich so absolut die ganze Front sichtbar bleibt und die ganze Unterwanne locker beschießbar ist. So, der IS-3, der wollte es jetzt mal probieren, dachte sich, ah, dann nehme ich halt den Conqueror als Schützenhilfe. Aber nö. Isu, ein nach wie vor beeindruckendes Gerät auf den Schlachtfeldern bei World of Tanks. Der E-75 von hinten dann doch nicht so beeindruckend. Jetzt setzt sie weiter nach gegen den E-75. Stellt sie jetzt seitlich ran. So, und jetzt reinzoomen und zack, einfach oben. Ja, das ist ja easy. Läuft. So soll es sein. Weg damit. Und jetzt vielleicht hier eine... Oh, ich wollte gerade sagen, hier ein Ramkill, aber nein. Sollte dann doch nicht sein. Badget, die 9er Arti, hier das Hauptgeschütz weggemacht. Hätte vielleicht mal lieber das zurückholen sollen, aber gut, egal. Kette auch nicht schlecht. Der 113er, jetzt hier seitlich. Und auch da wollte es rammen, aber nicht geklappt. So, ja, jetzt wegen 15 HP gemacht. Seitlich. Jo, weg, rein, Treffer. Vielleicht noch versenken. Komm, lade. Jetzt mach schon. Ja, klappt doch. Warum nicht gleich so? Badger 12T. Jetzt, eine HE Badger 12T. Eine der gefürchteten. Joa, doch nicht so gefürchtet. 7 Kills. Also die Radley Walters ist noch drin. Den Krieger hat sie auf jeden Fall schon mal ganz safe. So, Arti, komm jetzt, hol dir die Arti noch für die Medaille. Hat schon auf HE geladen. Kann jetzt selbst gerade nicht reparieren, denn Kette noch am Arsch. Schreibt auch, dass er gerne die Medaille hätte. Der S1 ist, wartet schon auf seine Möglichkeit. Aber ansonsten gibt es keinen Panzer, der da jetzt vorne rankommt. Vor ihr. Fast wieder ihm gesagt. Nein! Noch 23 HP, kommt. Der LTDB kommt hier an, will es jetzt von hinten vielleicht noch einen klauen, aber Gott sei Dank war sie da schneller, denn der LTDB, glaube ich, der war hier auf Killkurs. Naja, Radley Walters geholt, 7275 Schaden gemacht. Ich denke, das war eine feine Runde mit einem Panzer, den man durchaus nochmal mehr sehen konnte. Bis zum nächsten Mal, euer Alkeramba.